Ja, moin, ihr Süßigkeiten. Was geht los da rein? Worüber sprechen wir heute? Wir müssen heute, ich glaube, wahrscheinlich zum letzten Mal, zumindest vorerst zum letzten Mal, über den Bachelor sprechen. Denn die Lisa, also die neue Gewinnerin sozusagen, die eigentlich Zweitplatzierte war, aber dann doch im Endeffekt von David auserwählt wurde und jetzt mit ihm zusammen ist, diese Lisa hat eine Fragerunde gemacht, die ich recht interessant fand, denn sie hat dort auch ein paar spicy Fragen beantwortet, die wir bis jetzt, also auf die wir bis jetzt keine Antwort bekommen haben. Und deswegen dachte ich mir, wir müssen mal darüber reden. Erstmal kurz zum Ablauf. Lisa redet ungefähr ab Mitte bis zum Ende der Fragerunde darüber, warum sie David im Endeffekt doch zurückgenommen hat und ihm eine neue Chance gegeben hat, obwohl er sie im ersten, bei seiner ersten Entscheidung ja gar nicht auserwählt hat. Am Anfang geht es mehr so um ein bisschen Privates. Wer ist Lisa? Was macht Lisa gerne und so? Ich habe überlegt, ob ich das rausschneide, weil es mich persönlich jetzt nicht so großartig interessiert und weil wir davon auch schon ein paar Sachen wissen, habe mich dann aber doch dazu entschieden, das drin zu lassen, einfach aus dem Grund, damit wir die ganze Fragerunde komplett haben. Aber damit legen wir jetzt los. Ja, genau. Und falls euch das Video gefällt und falls euch der ganze Content gefällt und ihr sehr gerne Trash-TV guckt, der Bachelor, Are You The One, Ex on the Beach, Temptation, Sommerhaus und so weiter und so fort, dann müsst ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr gar nichts mehr und bekommt alles mit, was so passiert. Ja, und jetzt geht's aber wirklich los. Hallo ihr Lieben, ihr habt mir super, super viele Fragen gestellt. Ich habe insgesamt über 3000 Fragen. Ich kann natürlich nicht alle beantworten. Viele häufen sich, viele sind so ein bisschen abgewandelt, dann doch gleich. Ich probiere natürlich auch so viele wie möglich jetzt gleich in den folgenden Stories und auch morgen in den Stories dann nochmal auf ein paar andere drauf einzugehen. Und ich habe mich auch über ganz viele, haben mir einfach auch nur ganz liebe Worte reingeschrieben und darüber habe ich mich auch super doll gefreut. Und ja, es gibt auch ein paar Fragen, die ich mit David zusammen beantworten werde. Wir sehen uns am Donnerstag wieder und dann alles, was uns beide so ein bisschen betrifft, werden wir da auf jeden Fall dann noch beantworten. Also, ich hoffe, dass eure Fragen alle beantwortet werden und wenn nicht, dann schreibt mir. Ja, zuallererst werde ich mich mal vorstellen, weil ganz viele von euch Fragen zu meiner Person hatten. Also ich bin 32 Jahre alt, ich habe am 21.08. Geburtstag, ich bin Löwin, David ist Zwilling. Eine Löwin und ein Zwilling. Irgendwie finde ich es ja ganz so lustig, dass David auch tatsächlich vom Sternzeichen her Zwilling ist, denn er ist ja auch im wahren Leben ein Zwilling, also er hat ja eine Zwillingsschwester. Das passt ja mal richtig gut. Aber ansonsten mit Sternzeichen kenne ich persönlich mich überhaupt nicht aus, aber ich weiß, dass einige von euch sich gut mit Sternzeichen auskennen. Deswegen passen Löwe und Zwilling zusammen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich reise unfassbar gern und ganz viel. Dazu habe ich euch auch ein paar Fragen beantwortet. Genau, die werdet ihr dann auch später noch sehen oder morgen. Ansonsten fahre ich Motorrad. Ich habe eine MT-03. Ich mache super viel und super gern Sport. Dazu aber mal an einer anderen Stelle wirklich mehr, weil das ist wirklich ein zu langes und ausschweifendes Thema. Das beantworte ich wann anders mal. Ansonsten haben mich noch super viele nach meiner Arbeit gefragt. Das ist aktuell eine Sache, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Das werde ich an einer anderen Stelle gewiss nochmal machen, aber jetzt heute auf jeden Fall nicht. Und ich OnlyFans! Nein, ist nur Spaß, ne? Keine Gerüchte hier, kein OnlyFans, glaube ich nicht. Aber wäre irgendwie lustig, unerwartet bei ihr. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Also, ich reise super, super gern. Ich mag auch alle Arten von Reisen. Ich bin jedes Jahr im Ballermann. War ich auch dieses Jahr schon. Ich war aber auch auf dem Jakobsweg. Ich liebe es, mit meinem Backpack unterwegs zu sein. Ich mag aber auch All-Inclusive-Urlaub. Also, es hat so alles irgendwie, alles hat seinen Reiz. Ich mag alle Arten von Urlaub. Ich lasse mich da immer auf der verschiedensten Art und Weise auch irgendwie von inspirieren. Zum Beispiel war ich jetzt zweimal schon auf Hawaii. Davor habe ich das Wiedersehen im Café am Rande der Welt gelesen. Da ging es um Hawaii und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ach Mensch, wie teuer ist denn mal so ein Flug nach Hawaii? Ja, und zack war ich zwei Monate später auf Hawaii. Oder es kann auch einfach mal eine Doku oder irgendwas sein. Also ja, ich weiß auch manchmal gar nicht, wie ich so richtig darauf komme.
Warum habe ich mich beim Bachelor beworben? Ja, also das sind natürlich irgendwie so mehrere Aspekte. So auf der einen Seite liebe ich halt einfach Herausforderungen. Ich mache total gern neue Erfahrungen, komme vielleicht auch mal an meine Grenzen. Ich liebe Abenteuer. Dass man jetzt am Ende da irgendwie mit der Liebe rausgeht, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist einfach so super gering, weil man ja auch gar nicht weiß, wer ist der Bachelor, passt das zwischen einem und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja schon sehr gering und deswegen geht man natürlich schon eher irgendwie damit rein und denkt sich so, ah ja, okay, coole Erfahrung, Abenteuer, vielleicht ein paar coole Leute kennenlernen. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, auch was mich auch richtig dazu inspiriert hat, ist, ich habe die letzte Staffel damals gesehen und ich fand Anna und Dominik total inspirierend, so weil Anna halt einfach eine normale Person irgendwie aus dem Leben war und ich konnte mich damit einfach so super gut identifizieren und ich fand es einfach so beeindruckend, dass sie dort die Liebe irgendwie gefunden hat und dann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum gehen Leute in TV-Formate? Ich persönlich glaube, dass es drei Gründe gibt, die teilweise sich auch so ein bisschen überlappen oder wo zwei oder alle drei Gründe sogar ausschlaggebend sind. Das eine ist heutzutage tatsächlich der Fame, die Sendezeit. Man will vielleicht Influencer werden und oder ins Trash-TV-Game einsteigen und danach noch zu Bachelor in Paradise gehen oder in irgendwelche anderen Shows. Ja, das gehört auch mit zur Wahrheit. Ich glaube, das ist heutzutage einfach so. Das zweite ist eine coole Erfahrung, wie Lisa ja auch gesagt hat. Man will einen kostenlosen Urlaub mitnehmen, man hat noch nie vor der Kamera gestanden, will das einfach mal ausprobieren, gucken, wie das ist. Man will irgendwie eine coole Zeit haben und eine Lebenserfahrung mitnehmen. Früher war das ausgeprägter, finde ich. Ich hatte zum Beispiel damals Kontakt, beziehungsweise war mit einem befreundet, der im normalen BB-Haus war. Also bevor es überhaupt Promi-BB gab, gab es ja das ganz normale BB-Haus für ganz normale Leute. Und da war es eben so, die Leute haben eine Aufwandsentschädigung bekommen, halt einfach damit, ne, die Miete weitergezahlt werden kann und so. Dann sind die Leute da reingegangen, waren halt keine Ahnung, wie lange da drin, je nachdem, wann sie dann rausgewählt wurden. Und als sie rauskam, gab es ganz, ganz wenige, wie zum Beispiel so ein bisschen Zlatko oder halt Jürgen Milski, der ist dann ja, hat da ja eine richtige Karriere draus gemacht. Aber davon gab es sehr, sehr, sehr wenige. Und die allermeisten, die waren einfach da drin, sind wieder rausgekommen, wie mein Kollege zum Beispiel. Und sind danach weiter wieder in ihr ganz normales Leben reingegangen, haben wieder ihren ganz normalen Job gemacht und wurden ab und zu mal auf der Straße hier und da erkannt oder in der Disco. Und das war's dann aber auch, ne? Da hat man eine coole Lebenserfahrung mitgenommen und ja, musste jetzt nicht unbedingt irgendwie Influencer oder ein Star werden. So Influencer gab es ja damals sowieso noch nicht. Ja, und ich glaube, dass der dritte Punkt, also die Liebe, wirklich die Liebe zu finden, auch ein legitimer Grund ist. Ich glaube tatsächlich, dass manche Leute sich denken, also nicht wie zum, wer hat das gesagt? Chiara, glaube ich. Ich muss zum Bachelor, das ist meine letzte Chance, die große Liebe zu finden oder so. Also sowas ist natürlich totaler Quatsch, weil gerade der Bachelor eigentlich so die, in Anführungszeichen, schlechteste Show ist, deine wahre Liebe zu finden, weil da nur ein Mann ist, 20 Frauen und ein Mann, und dann ist die Chance schon sehr, sehr gering, dass dieser Mann gerade so für dich ist und dich auch auserwählt und dass er zu dir passt und du zu ihm. Also wenn man wirklich im Fernsehen seine wahre Liebe suchen möchte, dann doch vielleicht eher irgendwie in anderen Dating-Shows, wo es dann wirklich mehr Leute des anderen Geschlechts eben gibt oder des gleichen Geschlechts, je nachdem, worauf man eben steht. Aber ja, ich glaube, das kommt einfach mit dazu, dass manche Leute sich dann auch denken, ach, ich habe eine coole Zeit und wenn ich dann auch noch die Liebe finde, dann ist es ja umso besser. Ja, wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr da so für einen Eindruck habt. Also ob ihr diese drei Gründe auch so seht oder ob euch noch ein anderer Grund einfällt und was ihr meint, wie sich das so im Laufe der Zeit gewandelt hat mit den ganzen Influencern und so. Glaubt ihr, das ist in Anführungszeichen schlimmer geworden, dass die Leute, also dass es mehr und mehr Leute gibt, die nicht nur eine coole Erfahrung machen möchten, sondern dadurch halt berühmt werden möchten? Ich habe Kontakt zu Gio, ich habe Kontakt zu Chiara, ich habe Kontakt zu Senja und zu Yeti, die mir jetzt war ich auch schon in Hamburg besuchen. Da war auch Fiona und Yolanda mit dabei und Davi kam aus der Schweiz eingeflogen. Ansonsten habe ich noch den meisten Kontakt auf jeden Fall zu Rebecca, Leila und Maike. Mit denen habe ich wirklich richtig viel Kontakt. Wir telefonieren gern auch mal zu viert, gern auch mal alle einzeln, gern auch öfter in der Woche, manchmal mehrmals am Tag. Also die habe ich auch schon öfter getroffen. Wir waren schon ein paar Mal in Frankfurt bei Leila. Ansonsten waren wir jetzt auch schon mal zusammen am Ballermann. Da werden wir bestimmt auch mal irgendwie was hochladen. Und
Ich muss einfach sagen, dass ich das super toll finde, dass man aus dieser Zeit halt auch so viele Bekanntschaften irgendwie mitnimmt, aber auch super tolle Freundschaften, ja. Und ich finde, das irgendwie, das macht alles einfach nochmal so viel schöner. Ja, mit den Kameras war das halt irgendwie krass für mich, weil ich war am Anfang wirklich komplett überfordert mit der ganzen Situation. Und ja, man hat sich das so ausgesucht, aber wenn es dann soweit ist, dann war das halt doch nochmal viel, viel krasser, als ich das jemals gedacht hätte. Ich fand das am Anfang auch super schwer, das so auszublenden. Ja, und ich wusste auch zum Beispiel, ich habe gar keine TV-Erfahrung. Also ich war vorher nicht in irgendeinem Format, ich weiß nicht, was da vielleicht in manchen Situationen, wie man vielleicht guckt oder wirken sollte, damit das dann für den Zuschauer irgendwie am Ende besser ankommt. Ja, und ich glaube, man hat auch gesehen, dass ich keine TV-Erfahrung habe. Und ich war einfach ich da drin. Und ja, wenn ich schlecht geschlafen habe, habe ich halt schlecht geschlafen. Und wenn ich dann keine Lust habe zu reden, dann rede ich halt nicht. Und ja, ansonsten sieht man mich irgendwie nur essen. Nein, Mann, Spaß. Ja, aber irgendwann konnte ich halt besser damit umgehen und das alles ein bisschen besser ausblenden und bin entspannter geworden. Ich habe auch ganz viele Fragen zu meinen Haaren bekommen, zu meiner Routine oder ob ich irgendein Geheimnis quasi habe und wie die so lang und so gepflegt aussehen können. Ich muss dazu sagen, dass ich wasche meine Haare ganz normal und benutze einen Conditioner dann noch. Dann habe ich so eine Anti-Gliss-Kur, die benutze ich aber hauptsächlich eigentlich nur dafür, dass ich meine Haare überhaupt durchgekämmt bekomme und ganz zum Schluss haue ich immer noch Haaröl rein. Was vielleicht das Geheimnis ist, was mir meine Friseurin gesagt hat, ist, dass ich mache einfach nichts weiteres mit meinen Haaren. Also ich föhne die einfach nicht, ich glätte die nicht, ich mache mir eigentlich auch keine Locken oder sowas. Liegt gar nicht daran, dass ich das nicht schön finde oder sowas, sondern dass ich einfach ein super fauler Mensch bin und ich gar keine Lust habe, mich eigentlich so großartig so damit zu beschäftigen. Und deswegen lasse ich die halt eigentlich meistens auch an der Luft trocknen, ja. Ja, was mag ich besonders an David? Also ich mag natürlich ganz viele Sachen an David. Das, was ich besonders schön finde, ist, dass er sehr fürsorglich ist, dass er immer darum bemüht ist, dass es mir gut geht, dass ich weiß, dass ich ihn jederzeit anrufen kann. Er unterstützt mich in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen. Ich weiß nicht, er ist super zuvorkommend. So, wir verstehen uns einfach gut. Wir späßeln mit. Also erstmal freue ich mich natürlich total für die beiden, falls sie wirklich glücklich sind. Hört sich ja so an, ne? Dass die beiden sich wirklich jetzt gefunden haben. Gut, die sind aber auch noch nicht ganz so lange zusammen. Ich glaube jetzt irgendwie 3-4 Monate. Aber es scheint ja schon mal bis jetzt ganz gut zu laufen und hoffentlich bleibt das auch so. Ich frage mich immer, was denn nun stimmt und ob es vielleicht auch an der Person liegt oder warum, was jetzt das Verhalten von David wirklich ausgelöst hat, weil das, was Lisa erzählt, dass David so fürsorglich sei und so, das widerspricht ja dem, was seine Ex-Freundin und was Utze erzählt haben, weil ja, was seine Ex-Freundin erzählt hat, wissen wir ja, glaube ich, alle und was Utze erzählt hat, dazu hatte ich ja schon ein extra Video gemacht, war ja, dass er eben vor der Kamera ganz anders war als hinter der Kamera, als die Kameras dann aus waren und die Show vorbei war, war er ganz anders und in der Show war er eben fürsorglich, rücksichtsvoll, also die Worte, die auch Lisa hier für ihn wählt, ähnliche Worte oder teilweise auch dieselben hat Utze auch gewählt, aber dann eben gesagt, dass David ohne Kamera ganz anders war. Da frage ich mich, kommt diese Seite bei David irgendwann auch noch raus, bei Lisa, wenn die beiden nicht mehr so frisch verliebt sind oder so? Und ja, verändert sich das nochmal? Ich hoffe nicht. Oder liegt es an der Person, dass er sich dann tatsächlich nicht mehr für Utze interessiert hat, wobei ja auch Alissa zählte ja auch zu den Personen, die diese Worte gesagt haben, ne, die gesagt haben, dass David Utze teilweise auch respektlos behandelt hat. Und ja, da frage ich mich, ob das jetzt irgendwann bei David auch bei Lisa zum Vorschein kommt oder ob das daran liegt, dass er einfach doch nichts von Utze wollte, was trotzdem scheiße wäre. Aber was meint ihr, was ist eure Vermutung? Bisschen miteinander rum, wir necken uns, wir challengen uns, wir können über alles reden. Ja, also ich fühle mich einfach total wohl mit ihm an meiner Seite und das ist immer wieder schön, wenn wir so auch zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen und es ist immer richtig traurig, wenn wir dann nicht zusammen sind, weil ja, unsere Zeit zusammen irgendwie einfach immer richtig schön ist. Ja. Wir sind raus aus dieser finalen Sendung. Ich bin direkt nach Hawaii geflogen und er hatte sich 3 Tage später dann das erste Mal bei mir gemeldet gehabt.
Wir haben damals ganz normal einfach gesprochen gehabt, wie es mir so geht, auch mit der ganzen Situation. Also man muss auch dazu sagen, ich habe mich da in dem Finale natürlich super zusammengerissen, aber sobald ich aus dem Van da raus war, ich habe so dermaßen angefangen zu heulen. Mir ging es so schlecht, mir ging es so viele Tage auch richtig schlecht. Dann kriegt man auch so Zweifel, hat man sich das nur eingebildet? Weiß ich nicht, ist die Verbindung doch nicht so, wie man irgendwie gedacht hat. Und mich hatte das damals auf jeden Fall beruhigt gehabt, als wir dann nochmal miteinander gesprochen haben. Aber genau, das war es dann halt auch erstmal soweit. Nichtsdestotrotz habe ich damals in dem Gespräch für mich halt so festgestellt, dass ich gemerkt habe, dass ja, dass sein Herz wahrscheinlich an mich gedacht hat. Und dass sein Herz sich wahrscheinlich gedacht hat, dass er sich falsch entschieden hat. Ja, und David ist aber ein absoluter. Ja, ich weiß nicht so recht. Also wie gesagt, ich freue mich für die beiden, wenn die beiden jetzt wirklich glücklich sind. Für mich hat das trotzdem noch so einen bitteren Beigeschmack. Erstens, weil er sich nicht direkt für sie entschieden hat. Klar, kann anscheinend passieren, dass man sich in zwei Leute verliebt. Können die meisten von uns wahrscheinlich nicht nachvollziehen, weil wir noch nicht in dieser Situation waren. Aber anscheinend geht das. Nur er hat ja auch zu Lisa gesagt, dass seine Gefühle für Angelina stärker sind. Das heißt, das war in der Show so, dass er eben mehr Gefühle für Angelina hatte. Und danach, im wahren Leben, war es ja jetzt nicht so, dass David dann die Reißleine gezogen hat, sondern dass das im Endeffekt von Utze ausging, dass Utze irgendwann gesagt hat, nee, ich komme damit nicht klar und das gefällt mir hier nicht, wie das abläuft und dass der David immer die Entscheidung treffen will und so, was sie halt erzählt hat. Darüber haben wir schon intensiv in dem anderen Video gesprochen. Und dann war es ja so, dass Utze eigentlich nach Dubai fliegen wollte, dann krank wurde, ihn angerufen hat und die beiden haben das dann am Telefon beendet. Also es war jetzt nicht so, als hätte David mit Utze quasi Schluss gemacht, weil er noch Gefühle für Lisa hatte, sondern es hat so ein bisschen bitteren Beigeschmack, dass es so ein bisschen wirkt wie, ah ja, gut, die Utze wollte das jetzt nicht mehr. Was mache ich jetzt? Ja gut, dann gehe ich halt zu Zweitplatzierten. Muss nicht so sein, aber tut mir auch ein bisschen leid für Lisa. Absoluter Kopfmensch und ist halt so ein Typ, der hat eine Entscheidung getroffen und mit dieser Entscheidung geht er jetzt halt auch weiter und das wusste ich halt einfach damals so. Aber ich habe irgendwie trotzdem gefühlt, dass da was ist. Genau. Und ich weiß auch, dass er das damals auch Angelina erzählt hatte, dass er mit mir telefoniert hatte, aber die haben dann ganz normal weitergemacht. Ich dachte halt, ich wusste gar nicht, wie es bei den beiden auch dann so steht, ne? Also sind die jetzt super happy? Wie viel unternehmen die miteinander? Was machen die? Keine Ahnung, ich wusste das alles nicht. Ich war dann auf Hawaii. Ich konnte damit nicht abschalten, weil die Zeit halt drin einfach, das war so intensiv und so hart. Ich musste einfach nach Hause fliegen, so um bei meiner Familie einfach zu sein, bei meinen Freunden, um einfach mit der Situation abschalten zu können. Und dann hatte David mich halt wieder angerufen gehabt. Und es war dann nochmal so insgesamt dann 3 Wochen später. Und wir hatten über alles gesprochen gehabt, über die Situation, über unsere Gefühle, über alles Mögliche. Und dadurch, dass ich halt wusste, irgendwie, als er mich da 3 Tage später schon angerufen hatte, war das halt auch alles irgendwie okay für mich. So. Und ich wusste halt einfach, der war damals überfordert, der wusste gar nicht, welche Entscheidung er treffen soll. Das war alles einfach ein bisschen viel für ihn. Und das war für uns alle. Wir waren am Ende einfach wir alle nicht mehr wir selbst. So. Und ja, deswegen hatte ich dafür auch Verständnis. Ja, und keine Ahnung, manche Leute sagen dann irgendwas mit zweiter Wahl oder weiß ich nicht was und so. Das war nie so für mich. Das nie dieses Gefühl, sondern ja, weiß ich nicht. Ich habe mein Ego komplett zur Seite gelassen und ich habe ein verdammt großes Ego. Und es war auch nicht einfach, aber ich habe halt einfach auch gelernt, dass man nicht auf sein Ego hören sollte, so, sondern dass man sich selber reinhorchen soll, dass man zu seinen Gefühlen stehen soll, dass man sich nicht von seinem Ego bestimmen lassen soll. Und deswegen war es irgendwie in Ordnung für mich und dann bin ich halt zu ihm rübergeflogen. Und heute bin ich total happy darüber, dass ich mich nicht habe von meinem Ego leiten lassen, sondern einfach zu meinen Gefühlen gestanden habe, weil
Ja, das ist doch wunderbar. Die Hauptsache ist, dass die beiden glücklich sind, dass Lisa damit glücklich ist und sich neben eben nicht schlecht fühlt oder nicht fühlt wie die zweite Wahl. Nichtsdestotrotz hätte ich es schöner gefunden, wenn die Entscheidung von David ausgegangen wäre und wenn er, also der Grund für die Trennung dann wirklich gewesen wäre, dass er gemerkt hat, dass er noch Gefühle für Lisa hatte. So hat es halt wirklich diesen bitteren Beigeschmack, dass er, nachdem das mit Utze einfach nicht geklappt hat, wieder zurück zu Lisa gegangen ist. Und er hat ja auch des Öfteren zu Utze gesagt, so, das muss jetzt funktionieren, das muss jetzt funktionieren. Es kam mir ein kleines bisschen so rüber, und das ist mein ganz persönliches Empfinden, das muss nicht richtig sein, dass David unbedingt dieses Image haben möchte, ich bin der Bachelor und ich gehe hier auch wirklich mit einer Beziehung raus. Und wenn das mit der Erstplatzierten nicht funktioniert, da soll ja auch der O-Ton, das muss jetzt klappen, gefallen sein, dann versuche ich es nochmal mit der Zweitplatzierten, weil ich will jetzt hier unbedingt aus der Show mit einer Beziehung rausgehen und halt dieses gute Image haben und dieses Interessante. Versteht ihr, was ich meine? Kann auch komplett falsch sein, vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht, aber wirkt auf mich ein bisschen so. Und ich hoffe es nicht für Lisa. Für Lisa hoffe ich, dass ich da komplett falsch liege. Weil ich bin jetzt heute super happy, super glücklich mit all dem, so wie es gekommen ist. Wir haben uns schlussendlich jetzt im echten Leben einfach füreinander entschieden. Wir hätten uns nicht nochmal füreinander entscheiden müssen. Das Format war vorbei. Ist nicht so, dass nicht ich oder auch David nicht eine andere Person im Leben finden könnten. Aber wir haben uns halt einfach nacheinander gesehnt und es miteinander nach wie vor gefühlt, auch nach so langer Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Und ja, deswegen finde ich das eher total schön, dass er sich da auch nochmal gemeldet hat. So, und das war's jetzt mit Lisas Fragerunde. Falls da noch mehr kommt, was interessant ist, dann werde ich euch natürlich updaten und wir hören uns mit Sicherheit ganz bald wieder. Bis dahin, liebe euch. Ciao.